Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute zusammen mit der Miri unterwegs. Und wir haben uns gedacht, die meisten müssen drin bleiben. Heute ist es nochmal schon wieder. Sie muss morgen ins Krankenhaus, ich muss morgen zum THW-Einsatz. Wir genießen das heute nochmal und bringen euch heute einfach mal ein paar schöne Aufnahmen aus der Natur. Ich habe dazu noch einiges an Material dabei, das ich in meinem Test gerade momentan habe, wie Wasserfilter, wie Rucksack etc. Und das werden wir heute mal machen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Die braucht ja eben 2000 Watt. Schau, das geben die Heiligen. Geht schon los. Also hier ist es doch mal ganz schön kalt, hier liegt sogar noch Schnee. Der letzte. Hurra, wir haben noch Schnee. Aber ich glaube, ich brauche jetzt auch keine. Also, da ich hier gerne eine Lagerstelle mal demnächst machen möchte, einen Overnighter, werde ich hier mal die Wasserqualität prüfen. Dafür habe ich mir extra so Dinger mitgenommen. Jetzt muss ich eine Minute warten. So, ich kann also hier mal checken. Mich interessiert eigentlich vor allem der Nitritwert. Der ist scheinbar relativ niedrig, wenn ich mir das so anschaue. Die Werte sind alle sehr niedrig. Hier der Wert ist allerdings sehr hoch und das ist Cyanuricacid. Was ist das? Keine Ahnung. Auf alle Fälle gefällt mir das nicht. Der Wert ist noch im Rahmen. Der Wert auch. Die anderen Werte haben alle im Rahmen, bis auf den dort unten. Der gefällt mir nicht. Und da muss ich aber schauen, was Cyanuricacid ist. So, Miri versucht den Test nochmal, die kann das besser wie ich, weil die ist Krankenschwester, die ist so Tests gewohnt. Nicht hoch. Hier sollte man nicht unten durchgehen. Man sieht, die anderen Bambieren sie alle. Beim nächsten Sturm fällt das alles runter. Also auf sowas wieder achten. Weil sonst. Es tut nicht gut, so wenn einer so einen drauf fällt. D
Das hier ist so ein typisches Schlangengebiet, wo die Miri gerade durchgeht. Wichtig immer schön fest auftreten, dass die Schlange die Vibrationen schon lange vor euch spürt und abhaut, wenn sie es denn tut. Das geben die Heidelbeeren. Oh. Stefan, wird kalt. Das ist ein Nachteil, wenn man wenig Kurvenkopf hat, gell? Ach, schön warm. Doofi. Als erstes machen wir den TDS-Test. /77 ist natürlich super gut, das heißt, da haben relativ wenig Partikel mit drin. Das ist jetzt zwar noch keine hundertprozentige Aussage, aber wenn das unter 500, also 500, wenn es drüber wäre, würde das definitiv auch mit Filter nicht dringen. Aber 77 ist schon mal eine sehr gute Anzeige. Und jetzt probieren wir das auch noch. So, dann schauen wir mal. Das hier ist leicht blau, das ist in Ordnung. Also freie Chlorin, dann haben wir hier pH-Wert, haben wir hier 6, oder? Ja, 6. Dann Alkalität haben wir auch relativ niedrig. Hart ist es auch nicht, das ist ziemlich weiches Wasser, wenig Eisen drin. So, dann Blei ist auch gut. Hier haben wir 1. Bromin ist ein bisschen was drin. Da ist wieder nichts mehr drin. Und hier ist die große Frage. Hier ist es zwischen Orange und Rot. Also der Cyanurid-Acid-Test, der funktioniert scheinbar nicht richtig. Vorher haben wir ihn dreimal gemacht und dreimal kam ein anderes Ergebnis raus. Endlich Pause. Jetzt gibt's Kaffee. Jetzt hört man da nicht. Magst du Kaffee oder Espresso? Espresso. Nein, ein bisschen mehr. Schon praktisch, muss ich sagen, die Pumpe. Ja, muss man gleich ein bisschen an. Total. Das Ergebnis, und man sieht, es ist auf alle Fälle besser geworden. Hier unten dieses Cyanurid-Acid, nachdem dass ich es gefiltert habe. Also von dem her, na, tut der Filter seine Wirkung. Gleich gibt es Kaffee. Juhu! Ah, herrlich! Nein, ich sag's euch, das ist herrlich. Die Ruhe vor dem Sturm. Traumhaft schön heute, da geht kein Wind nicht her. So lasst es aushalten. Hier versumpft man gerade so richtig schön. Ja, lecker. Das wird immer schlimmer. Morgen schon ist man komplett unter Wasser. Scheiße. Sogar die Sportomatik sind nass geworden. Naja, jetzt können sie mal zeigen, was aushalten. Also ich habe hier wieder mein Hightech-Zeug dran, damit ich nicht umknicke, und ich muss sagen, es ist echt genial. Muss ich echt zugeben. So Leute, ich habe mir jetzt ja zwei so Dinger geholt zum Wassermessen. Einmal so 14-in-1-Test, habt ihr schon gesehen, und ein TDS-Meter.
Und fangen wir mit dem TDS-Meter an. Wasser an sich ist nicht leitend. Desto mehr Teilchen und Schwebstoffe das da drin haben, desto leitender wird Wasser und das misst dieser TDS-Messer. Und es ist einfach so, Wasser über 500 Teilchen würde ich grundsätzlich gar nicht mehr dringen. Und wir haben jetzt gerade 78 gehabt, das ist schon mal ein sehr guter Indikator, dass da nicht viel Schwebstoffe etc. drin haben, dass das mal grundsätzlich ein gutes Wasser ist. Aber auch hier gilt, selbst das ist noch keine hundertprozentige Gewissheit, dass das Wasser trinkbar ist. Dann haben wir diesen Test geholt, mir ging es hauptsächlich um die Nitrate und Nitrite. Die landwirtschaftlichen Produkte, weil wir viel Landwirtschaft haben und ich nicht weiß, ob das drin ist. Das kann zwar der Filter relativ gut rausfüllen, aber wenn ich schon mal ein vernünftiges Wasser habe, tut sich auch der Filter leichter und ich weiß, dass es besser geht. Beides, selbst wenn beides okay ist, ist noch lang nicht ausschlaggebend, dass ich sage, das Wasser ist bedenkenlos zu trinken. Aber wenn eins von beiden ausschlägt, dann weiß ich, von dem Wasser lasse ich mal die Pfoten. Und das ist eigentlich der Sinn, warum ich mir das geholt habe. Vor allem die Teststreifen, die wiegen nichts, also die kann man so einfach locker mitnehmen und das Ding wiegt auch fast nichts. Und deswegen für mich einfach draußen mal zum Testen das Wasser, was ich trinke, ob es irgendwas drin ist, was von Haus aus schlecht ist, so wie wir vorher gesagt haben, diese Cyanursäure, wo ich aber noch nicht weiß, was die macht. Ich habe jetzt nichts Negatives gelesen zu der, aber okay. Genau. Ja, Leute. Also wie gesagt, einfach mal als Test, wer es die holen will, ich tue die in meinem Amazon-Shop mit ein, wer auch sowas haben möchte, das ist zumindest mal ein Indikator, ist das Wasser halbwegs in Ordnung oder nicht. Kaulquappen haben auch schon einen Haufen da, also zumindest die Eier dazu. So, hier sind wir in dem kleinen Weiher. Der ist noch relativ dreckig, muss ich sagen. Aber der hat wahrscheinlich auch noch nicht so lange, dass er einen Wasserzufluss wieder hat. Der war fast ausgetrocknet. Aber es wird wieder. So, ich habe gerade noch was entdeckt. Schaut ein bisschen aus wie Blair Witch Project. Da haben irgendwie Haare, Fell und seherne Sachen drin. Das hängt hier öfters, weiß jemand für was das ist. Was da der Sinn des Ganzen ist. Dann bitte ab in die Kommentare. Hier hat sich wohl schon jemand die Arbeit gemacht und ein kleines Häuschen gebaut. Sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Aha. Und reicht's von der Größe? Ging schon zum Schlafen da. Da hat auch einer ganz viel von den Tannenzapfen gesammelt. Ein ganzer Berg. Was macht man mit denen? Okay. Aber ist gut gemacht. Schaut recht stabil aus. So, wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto. Es geht ein eiskalter Wind heute. Sonst war es in der Sonne, ist richtig schön warm. Mei, hilft ja nichts. Hier ist auch wieder so patzig. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr ein bisschen Natur nach Hause, ins Haus quasi bringen habt können. Für alle die, die momentan nicht rauskommen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder mal ein Like freuen. Falls noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Servus!